So könnte die Zukunft der Landwirtschaft aussehen. Im Forschungszentrum Agrarsysteme der Zukunft an der Hochschule Osnabrück wachsen Salat, Pfeffer, Vanille, der Moringa-Baum und Süßkartoffel indoor. Der Vorteil? Die Pflanzen können unter kontrollierten Bedingungen wachsen und sind durch den vertikalen Anbau platzsparend. Professor Dr. Andreas Ulbricht leitet das Forschungszentrum. Hier kommen wir eigentlich zum zentralen Herzstück. Hier sind also 6 Indoor-Kammern. Können wir also alle Umweltfaktoren steuern und regeln. CO2, Temperatur, Lichtintensität, Lichtqualität, alles können wir hier entsprechend verändern. Hier können Pflanzen unter optimalen Bedingungen wachsen, unabhängig davon, wie das Wetter draußen ist. Davon profitiert zum Beispiel der Salat. In der natürlichen Umwelt steht der Salat allen Umwelteinflüssen gleichermaßen ausgesetzt. Das bedeutet Hitzeereignis, die der Salat gar nicht mag. Oder Starkregenereignisse, die den Salat gegebenenfalls sogar schädigen. Alles das können wir hier vermeiden. Um den hohen Energiebedarf der Indoor-Farm möglichst nachhaltig zu decken, wurden hier spezielle Stoff- und Energiekreisläufe geschaffen. Also die Wärme, die in den Klimakammern in den Indoor-Farmen erzeugt wird, wird via Wärmeaustauscher dazu benutzt, das Gewächshaus in den Übergangszeiten und im Winter zu beheizen. Also wir wollen die Energie, die wir in ein solches Haus hineintragen, nicht ungenutzt austreten lassen. Indoor-Farming könnte in Zukunft wichtig werden, um klimawandelbedingte Ernteausfälle durch Extremwetterereignisse aufzufangen. Davon würde auch der Pfeffer profitieren. Außerdem sollen bis 2030 50% der Menschen in Städten leben. Doch die Flächen für Landwirtschaft in urbanen Räumen sind begrenzt. Machen wir das wie klassisch in Feldkulturen? Oder folgen wir auch dem Trend, dass die Menschen mehr regionale Produkte haben wollen in solchen Metropolregionen? Flächen sind Mangelware. Also ich muss mir überlegen, wie bekomme ich die Menschen mit regionalen pflanzlichen Produkten versorgt? In diesem Forschungszentrum stehen vor allem Pflanzen im Fokus, die es outdoor bereits schwerer haben. Hier sind Pflanzen besonders interessant, wenn sie sehr nahrhaft sind und nicht nur deren Frucht gegessen werden kann. Bin ich wirklich auch ein wenig stolz darauf, dass es uns jetzt gelingt, Süßkartoffeln also in einer vertikalen Art und Weise zu kultivieren. Wir suchen eben nach Pflanzen, da sage ich immer so platt, die die Menschen auch satt machen können. Und die Süßkartoffel ist eine solche Pflanze. Sobald die Pflanzen reif sind, werden sie genauso wie ihre Outdoor-Verwandten geerntet und gegessen. Den Praxistest haben die Indoor-Pflanzen also bereits bestanden. Wir haben hier einen Hofverkauf intern für Hochschulangehörige, für Studierende. Und alles das, was wir über diesen Hofladen nicht vermarkten, nimmt die Tafel ab und kommt also Menschen, bedürftigen Menschen zugute.